Hallo liebe Motorsportmagazin.com-Freunde und Formel 1-Fans aus Imola. Was für ein toller und historischer Ort, um den Europa-Auftakt der Königsklasse zu feiern. Herrlich ist es hier eigentlich, wenn das Wetter passen würde. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen mehr. Herrlich könnte es aber in Zukunft für uns Petrolheads wieder werden. Die Formel 1 ist natürlich immer herrlich, aber es könnte noch ein Stückchen schöner werden, denn Stefano Domenicali, der Formel 1 CEO höchstpersönlich, hat uns Hoffnung gemacht. Hoffnung auf bessere, schönere, vor allem besser klingende Motoren. Er hat bei Vertretern der italienischen Presse jetzt angekündigt, naja, er hätte in Zukunft schon ganz gerne wieder Motoren, die einen etwas besseren Sound erzeugen würden. Also das war vornehm ausgedrückt, was Bernie Ecclestone anno dazumal 2014, als diese Hybridmotoren kamen, als Crap bezeichnet hat, was den Sound angeht. Der fehlt uns ja seither. Stefano Domenicali hätte also gerne in Zukunft wieder einen etwas besseren Sound und kann sich das vorstellen ohne einen Hybridmotor in Zukunft. Er hat aber dabei auch zugegeben, das sind seine Gedanken, seine Wünsche. Er hat das aber noch nicht mit den Teams und mit der FIA durchgesprochen, aber wenn der Formel 1 hier oder sagt, dann ist das ja schon mal was zum Träumen zumindest. Zum Träumen aber langfristig gesehen, denn wir sprechen hier frühestens über 2030. Das Motorenreglement für 2026, das ist ja schon verabschiedet. Es wird ein bisschen besser. Nein, es wird nicht so ein schöner V10-Motor mit 3 Liter Hubraum, Saugmotor, Hochdrehzahl-KZ. Nee, das wird es nicht. Es wird im Wesentlichen der aktuelle Motor sein, nur ohne MGUH. Das heißt, der Sound wird ein bisschen besser, aber diesen Sound, den kriegen wir vorerst mal auf keinen Fall zurück. Dann frühestens also 2030 die neuen Motoren, die sich Stefano Domenicali wünscht. Man könnte damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn es geht nicht nur um den Sound, den wir alle so sehr vermissen, sondern auch um das Gewicht. Das ist ja ein großer Kritikpunkt der Fahrer. Diese Motoren sind hauptverantwortlich dafür, dass das Gewicht der aktuellen Boliden so ist, wie es ist. Es ist ja nicht nur der Motor, es ist ja eine ganze Power Unit, es hängt natürlich auch die Batterie mit dran und das schraubt das Gewicht ordentlich nach oben. Und das könnte man mit so einem kleinen Motörchen ganz einfach relativ gut ausmerzen. Aber erstmal haben wir ja 2026 vor der Tür, da wird es gewichtsmäßig zumindest noch ein bisschen schlechter, aber 2026 ändert sich mehr. Es gibt sogar noch ein paar Anpassungen am eigentlichen Motorenreglement, was das Energiemanagement angeht. Seid ihr jetzt gespannt, was es damit auf sich hat? Holt euch die aktuelle Ausgabe unseres Printmagazins MSM Nummer 96 nach Hause, abo.motorsport-magazin.com. Da gibt es eine ganz ausführliche Geschichte über die Motoren 2026. Wir haben mit Nicolas Tombatzis, dem Formel 1 Technikchef, gesprochen. Also da erfahrt ihr alles über die nächste Generation der Motoren und wir träumen dabei schon mal von der übernächsten Generation. Ja, jetzt stehen wir hier eigentlich schon richtig. Italien, Imola, Ferrari. Ja, Ferrari, dieses Auto, es war nicht das erfolgreichste Schumacher-Auto der 2003er, aber er war deutlich erfolgreicher als die Ferraris in jüngerer Vergangenheit. Hier will man endlich mal wieder anknüpfen. Ob es der Sieg aus Melbourne wird, den man wiederholen kann? Ja, ein großes Update-Paket, wir haben es euch im letzten Video schon gesagt, war angekündigt. Inzwischen haben wir es auch gesehen. Ferrari hat ja schon einen Filmtag in Fiorano auf der Haustest-Strecke absolviert. Und da haben wir auch relativ erstaunt geschaut. Das Update ist ein bisschen größer, zumindest optisch, als wir das eigentlich erwartet hatten. Man hat den Seitenkasten umgebaut, man hatte jetzt einen Überbiss und keinen Unterbiss mehr. Haben wir so ja auch schon am Red Bull und am McLaren gesehen, dass es tatsächlich so kommen würde. Beim Ferrari relativ früh, damit hätten wahrscheinlich nur wenige gerechnet. Aber, das ist ja immer die große Frage, ein großes visuelles Paket muss ja nicht unbedingt ein großes Performance-Paket sein. Und genau davor hat auch Charles Leclerc heute gemahnt, meinte, naja, vorsichtig, auch wenn es groß ausschaut, heißt das ja noch nicht. Natürlich hofft man bei Ferrari und glaubt man auch an die eigene Entwicklung, aber man dämpft hier so ein bisschen die Erwartungshaltung der Tifosi. Gleichzeitig hat uns Charles Leclerc auch verraten, dass dieses Update schon länger in der Pipeline ist, so lange, dass man ja die Schwächen des aktuellen Boliden noch gar nicht so richtig kannte. Schwächen wahrscheinlich hauptsächlich langsame Kurven, das hat man ja in China ganz gut gesehen im ersten Sektor, wo man 3/4 verloren hat. Also es ist noch keine Antwort auf diese Schwächen, es ist eine generelle Weiterentwicklung, aber hilft natürlich auch immer, bringt Abtrieb und Rundenzeit. Nicht nur Ferrari hat Updates im Gepäck zum Europa-Auftakt, auch Red Bull hat wieder was angekündigt, nur klein, man hat ja in Suzuka schon ein größeres Paket bekommen. Bei Red Bull ist natürlich die Frage, war jetzt Miami ein Ausrutscher oder ist das eine Trendwende? Hat McLaren so sehr aufgeholt? Ich würde hinter Miami einfach mal ein riesengroßes Fragezeichen machen. Das war so ein eigenartiges Wochenende mit dem Asphalt und mit der Strecke. Deswegen würde ich das nicht für bare Münze nehmen und deswegen bin ich doppelt und dreifach gespannt auf dieses Rennwochenende hier. Einerseits, ob das McLaren-Paket dann wieder so einschlägt. Andererseits auf das Ferrari-Paket und dann natürlich noch auf Red Bull, ob man hier dann wieder bei der Musik war man in Miami natürlich auch, aber ob man da wieder zu alter Stärke zurückfindet. Also das wird ein richtig spannendes Wochenende.
Wetter kann natürlich auch noch ein Thema werden. Ihr seht es, hier gibt es große Pfützen. Wir hatten ganz schlechtes Wetter gestern und heute. Jetzt ist die Sonne inzwischen heraus. Für Trainingsfreitag und Qualifying-Tag ist weiterhin gutes Wetter angesagt. Beim Rennen am Sonntag könnte es dann wieder regnen. Und auf Ferrari-Seite müssen wir an der Stelle noch erwähnen, dass Charles Leclerc auch einen neuen Renningenieur bekommen hat. Xavi, sein Renningenieur, mit dem er von Beginn an bei Ferrari zusammengearbeitet hat, der wurde versetzt von Ferrari, also es war die Entscheidung des Teams, nicht von Leclerc selbst. Stattdessen kriegt er jetzt seinen bisherigen Performance-Ingenieur Brian Bozzi als Renningenieur aufs Ohr. Imola ist natürlich auch ein tragischer historischer Ort und für immer verbunden mit dem Tod von Ayrton Senna. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, am 1. Mai dieses Jahres hat sich seit einem tragischen Unfall zum 30. Mal gejährt. Hier hinter mir seht ihr den 94er Williams, in dem das Unglück passiert ist. Ayrton Senna, ein riesengroßes Thema. Wir dürfen an der Stelle natürlich auch Roland Ratzenberger nicht vergessen, vor allem aus österreichischer Sicht. Er ist einen Tag zuvor hier tödlich verunglückt. Vergessen sind beide natürlich lange nicht und vor allem nicht bei Sebastian Vettel. Er hat ja schon oft bewiesen, dass ihm die Historie der Formel 1 sehr am Herzen liegt. Und deswegen hat er hier auch was ganz Tolles veranstaltet, einen Lauf. Mit allen Formel 1 Fahrerkollegen und Formel 2 und Formel 3 Kollegen waren eingeladen. Wir hätten auch mitlaufen dürfen, wenn wir es sportlich geschafft hätten. Man hat Senna-T-Shirts dabei getragen. Er hat erinnert, wie wichtig Ayrton Senna für ihn war, wie er sich inspirieren hat lassen. Klar, nicht persönlich, aber Erzählungen von seinem Vater. Also hat auch eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt in der Karriere von Sebastian Vettel. Dann später oder durch seinen Unfall tragischerweise auch hauptverantwortlich dafür, dass die Formel 1 solche Sicherheitsentwicklungen in den letzten Jahrzehnten hingelegt hat. Also Ayrton Senna ist hier an diesem Wochenende auf jeden Fall allgegenwärtig. Da drüben steht sein 94er Williams. Hier steht ein aktuelles Mock-up-Car, wenn man so will, ein Showcar der Formel 1 mit den unterschiedlichen Lackierungen. McLaren, Lotus, auf der anderen Seite noch Tolman. Also schöne Gesten, die man hier sieht. Vettel selbst wird auch noch mit dem McLaren MP4-8 mit Ayrton Sennas letzten McLaren hier Showruns drehen. Also das ist schon eine tolle Sache, die man hier sich als Formel 1 und vor allem aus Sebastian Vettel Sicht überlegt hat. Zum Thema Senna und 30 Jahre findet ihr übrigens mehr noch auf unserem Talk-Kanal, denn da habe ich ausführlich mit dem Kollegen Roger Benoit gesprochen, der damals 1994 hier in Imola mit dabei war. Ein großes Thema war gestern tatsächlich auch schon die Vertragsverlängerung von Alexander Albon. Kam fast ein bisschen überraschend, denn Williams hat uns ja gesagt, eigentlich hat er für das nächste Jahr schon einen Vertrag. Ja, jetzt hat man ihn aber vorzeitig oder doch nicht vorzeitig verlängert um mehrere Jahre. Wie lang genau, das wollte man uns nicht sagen. Möglicherweise ging es da auch um Optionen, die von Williams gezogen wurden, zumindest für nächstes Jahr. Und dann hat man gleich gesagt, okay, machen wir gleich mehrere Jahre, weil für Alexander Albon gibt es danach ohnehin nicht so viel Interessantes. Deswegen hat er sich dazu breitschlagen lassen, doch noch bei Williams zu unterschreiben. Man muss aber auch sagen, seine Aktien sind in den letzten Wochen und Monaten auch nicht unbedingt gestiegen. Seine Leistungen sind solide, würde ich sagen, aber nicht der Überfahrer, für den ihn manche nach der letzten Saison schon hielten. Bei Williams ist man natürlich froh, sich seine Dienste weiter gesichert zu haben. Alexander Albon betont, er glaubt an das Projekt Williams, an die Langfristigkeit des Ganzen. Und somit haben wir auf dem Fahrermarkt zumindest mal eine kleine Verschnaufpause bekommen, nachdem sie da jetzt immer Schlag auf Schlag ging. Schlag auf Schlag wird es dann auch an diesem Wochenende hier gehen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, unbedingt den Kanal abonnieren. Vielleicht schaffen wir es an diesem Wochenende, die 215.000 Abonnenten zu durchbrechen. Das wäre natürlich sensationell. Auf unserem Talk-Kanal haben wir jetzt immerhin die 15.000 schon durchbrochen. Vielen lieben Dank an alle, die schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren dabei sind, den Kanal schon gesehen haben, als er noch winzig klein war. Wir freuen uns natürlich, wenn wir weiter wachsen. Also unbedingt Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und dann bekommt ihr die Updates hier direkt aus Imola von diesem Wochenende.